Da sind wir wieder und ich mache mir gleich Schaden. Super. Ich vergesse ja, wenn ich einfach reinklicke, dass ich ja eine Bombe automatisch hinschmeiße. Und mir super Schaden mache. Dafür finde ich gleich den Geheimraum. Die Leber. Yeah. Also wir brauchen so viele HP ab, wie es nur geht. Okay, kein gutes Item hier. Passt. Hier kann nicht der Supergeheimraum sein. Oh, eine Pille. Wir laufen extra dahin und nehmen sie und es wird eine Health-Down-Pille sein, oder? Nein, bad guess. Wenigstens etwas Gutes. Also nicht so schlecht. Verdammt. Dankeschön. Für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von dir, dass du mir Schaden gibst. Oh mein Gott. Spinnt hier. So viele kleine Mini-Wurmlinge hier reinzusetzen. Ja, Rotten. Mann, ich hätte wirklich gern gewusst, was passiert, wenn wir einen von diesen Gegnern mit so einem Schuss treffen. Dann ist er doch One-Hit down. The High Priestess hier, Mami. Will ich aber nicht. Da ist noch ein Gegner. Und da oben muss noch eine Verbindung wahrscheinlich sein. Weil es ist nicht der Geheimraum. Hä? Alter, wohin führt das alles? Okay, das verwirrt mich jetzt. Wie kommt man bitte schön dahinter? Geht es nochmal nach oben und dann nach unten? Das ist ja wirklich unsinnig. Für Caves 2 ist es etwas übertrieben. Etwas. Doppelexplosion, gefällt jedem. Ach ja, da oben geht's ja nicht. Schade, 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 schade. Verdammt nicht, seid ihr. Eine Bombe, oh, die brauche ich ja unbedingt nicht. Noch eine Pille. Ah, Tier ist down. Super. Ist ja jetzt so ein großer Unterschied, ob ich jetzt mehr Bomben oder weniger Bomben schießen kann. Copy-Paste-Room. Das gefällt mir gar nicht. Blue Baby-Man auch nicht. Ja, etwas Blue Baby-Man steckt ja immer noch in uns drin. Super Secret Room. Ja, schauen wir erstmal bei dem Gegner vorbei. Super Envy. Cool. Tut mir leid, wenn man ein Knarren wieder mal hört. Ich kann nichts dafür. Sterbt ihr bitte alle? Okay, und noch einer. Yes. Nee, das Gift. Das heißt eigentlich, bei jedem Treffer kriegen wir einen Partner. Weil wir nur noch... Ah, weil wir keine normalen Herzen haben, das ist irgendwie gut. Was passiert eigentlich, wenn man mit Blue Baby Blutspenden geht und sofort noch einmal etwas Gutes rauskommt. Also halt unser Blutpaket, was wir dann noch mehr Herzen bekommen. Bekommt er nur ein Herz oder was? Ach, warum spiele ich hier überhaupt? Bringt mir eh nichts. Letztendlich habe ich ja nichts davon. Und das ist gerade mein Stuhl, tut mir leid. Der Stuhl ist alt. So wie ich. Ihr Kinder damals. Damals hat man mit Steinen gespielt und man hatte Spaß dabei.
Ja, es ist schon komisch, dass eine ältere Version von mir auch immer macht. Ach komm, das ist nicht dein Ernst. I hate them all. Ha, four of a kind. Ach, Gertie, schwarzen Farmer nur. Super. Hast du Probleme? Geschafft. Mein Himmelsraum. Wir sind ein bisschen schneller. Niu. Nicht so schnell wie vorher, aber egal. Oh, wie cool, The Relic. Das ist cool, ab und zu bekommen wir dadurch einen Soul Heart und durch unser Book of Revelations bekommen wir auch noch ein paar Soul Hearts. Das ist supi. Also, wir schaffen mit sehr, sehr guter Wahrscheinlichkeit auch noch Blue Baby. Also, Bad Blue. Oder Bad Baby. Und schon wieder keine Rückmeldung, aber das ist mittlerweile normal. Oh, Curse of the Lost. Zwar eine XXL-Ebene. Und der Counterfight Penny. Ja, nehme ich mit. Ich kann mehr Geld gebrauchen. Und ich will sofort zum Boss. Oder nein, will ich nicht. Ich will zuerst mal zum Oh, cool. So einen Schlüssel haben. Und jetzt kann ich alles Mögliche mit nur einem einzigen Schlüssel öffnen. Haha. Nee, zu den Goldräumen. Na, verdammt. Tschüss, stirb, danke. Auf zum Goldraum Nummer 1. Auf zu den Herzen zum Umbringen. Auf zum Herz Nummer 2. Nummer 3, Nummer 4. Haha, tot. Jo, jo. Oh, danke. Also so oder so, ich wäre getroffen worden. Ob langsam oder schnell. Mann, ich bekomme jetzt Haufen Soul Hearts. Das gefällt mir. Geheimraum und Supergeheimraum, glaube ich, werde ich erst am Ende suchen. Okay, die Ebene ist wirklich gigantisch. Verdammt. Verdammt. Gott. Mann, ihr seid kacke. Dafür sterben beide gleichzeitig. Juhu. Stirb. Oder begeb Suizid. Nein. Danke. Huh, zwei Schüsse. Goldraum Nummer 1. Was befindet sich da dahinter? Mann, wir haben jetzt Haufen Soul Hearts. Wir werden nicht mehr sterben. Magneto auch noch. Geil. Gib die Münze her. Neat, neat, neat. Yeah. Ah ja. Geheimraum können wir gleich mal schauen. Ich sagte, Geheimraum können wir gleich mal schauen. Alter, bin ich jetzt zu blöd? Danke. Gut, da ist er nicht. Schade, schade, schade. Auch da nicht. Oh oh. Ja, so einfach geht's. Super Greed. Okay, wir können einfach stehen bleiben. Und ihn aus der Ferne angreifen. Und alle auf einmal sterben sie. Noch eine neue Pille. Telepille. Ah, super. Gleich am anderen Ende der Map. Wollte ich zwar noch nicht hin, aber okay. Super. Yo, yo, das ist doch toll. Warum ich hier zuerst reingegangen bin? Aus einem ganz einfachen Grund. Weil ich will. Ich brauche keinen Grund. Ich bin wie Chuck Norris. Ich bin der Grund.
Da heil. Verdammt. Okay, gut, 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 gut. Zwei. Und yes, alle tot. Mann, wir finden so geile Trinkets. Und wir haben so viel Leben, wir brauchen gar nichts mehr, ne? Also, The Curved Horn würde ich schon gern mitnehmen, aber nee, ich lass dabei. Also, dich brauche ich nicht. Dich brauche ich nicht. Dich brauche ich erst recht nicht. Den Kackihaufen kannst du dir sonst wo hinschieben. Und weiter geht's. Yes. Hilft uns sehr, denn da ist der Nicht-Geheimraum. Schade. Gut, gib her. Danke. Mann. Mann, kein Geheimraum. Aber dafür will er sterben. Stirbst du? Danke. Ach komm, ein Schuss noch. Danke. Mann, ich hab genügend Geld. Ich brauche ein neues Trinket. The Curved Horn. Stimmt, würde mir etwas mehr Damage geben. Oh mein Gott, ich hab vergessen. Die Bomben werden ja auch angezogen. Das ist kacke, das ist kacke, das ist kacke. Und da es bald keine Shops mehr gibt, nehme ich mal die Curved Horn mit. Wo ist ein Geheimraum? Finde ihn, PB-Style. Finde ihn und entgehe dieser Bombe. Ich singe hier nur irgendeinen Müll, ja, ja. Eine Müll, 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 Müll. Und ich knall dich mal in die Luft. Und ich nehme mir die Items. Diese Items stehen mir zu, die gehören mir. Jol, 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 ich hab recht. Und ich will Blue Baby besiegen. Besiegen. Blue Baby. Du musst sterben. Aber nicht den, den wir hier haben. Nimm dich auf zu singen, sonst wird es peinlich. Peinlich auf Isaac. Das war knapp. Also hier muss ich jetzt vorsichtig sein, wie ich die Bomben platziere. Sonst können die Stacheln mich holen. Alter, wie groß ist noch die Ebene? Ja, ja, ja. Wunderbar. Ein Soul Heart. Hier, stirb. Super. Er bringt sich selber um. Gott, soll mich nicht stören. Solange er sich woanders umbringt. Solange er mich nicht umbringt, passt es perfekt. Das war ein großer Fehler. Glaube ich. Oder auch nicht, ich brauche hier nicht mal reinzugehen. Jol, jol, toll. Die müssen sterben. Die müssen auch sterben. Und der muss auch sterben am Ende. Danke. Hier gibt's auch nichts. Gib mir das hier. Okay. Wo ist denn da ein Geheimraum? Los, stirb! Danke. Hier? Nein. Alter, wie tief geht's noch? Gibt's hier überhaupt ein Ende? Wo zum Henker ist der Geheimraum? Oh, okay. Schnell. Danke. Tammy's Head. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wie viel Schaden ich mache. Sehr viel. Mann. Muddig. Also, ich habe viel zu viele Soul Hearts schon mal. Wir werden nicht sterben. Niemals. Wir können nicht mehr sterben.
Mann, kann der blöde Geheimraum endlich mal auftauchen? Oder kann mir jemand mal sagen, wo ich noch nicht gebombt habe? Damit ich wenigstens weiß, wohin ich... Ach, endlich bomben muss. Ja, ja, klar. Aber da kriege ich doch nochmal ein Herz beim Book of Belial, oder? Nö. Gut, ich besiege noch einmal schnell den Boss und dann mache ich schnell einen Cut, weil das wäre jetzt doof, einfach hier einen Cut zu setzen. Oh, cool. Ich bin Mini und sehr, sehr schnell. Cool. Das ist super gut. Ja. 65 Münzen. Obwohl ich nicht mal der Counterfeit Penny mehr habe. Hey Penny, Telepill. Verdammt. Ja, super. Bringt mir viel. Oh ja, stimmt, wir sind dann bei Mom. Au, der macht mir sofort Schaden. Ich hab's vergessen. Der Blurb One. Der Derp One. Und tschüss. Nochmal ein Leben. Und jetzt, Mami. Blaue Form, kein Problem. Warum schieße ich mich selber ab? Kann es mir jemand mal sagen? Mann! Und tschüss. Der Polaroid. Nochmal Haufen Leben. Der Polaroid nehme ich gern mit. Denn bei jedem Treffer kriegen wir ein Schutzschild. Und in der nächsten Ebene sind wir jetzt. Da es auch keine Shops mehr gibt, setze ich so schnell es geht Telepill ein. Aber das seht ihr erst im nächsten Part. Und wir begeben uns so schnell es geht zu Blue Baby. Und versuchen auch bei Blue Baby und bei Isaac keinen Schaden zu bekommen. Na, das wird mal was. Viel Spaß, Leute. Euer Baby-Style. Tschüss.